Shalom Aleichem, liebe Zuschauer. Wir lernen dem Shiur von morgen, Shabbat Kodesh, 16. Adar 2. Und es ist noch ein kleiner Abschnitt von Kapitel 37. Und weil die ganzen Körper von Klalut Israel soll sein, eine Waggon heilig zu Hashem, auch dem gesamten Kraft und Energie von dieser Welt, das ist Klipat Noga, Schale von Noga, sie wird rausgehen von ihrer Unreinheit und ihrer Krankheit und sie wird werden heilig zu seinem Thron zu Hashem in Offenbarung von seiner Ehre. Das heißt, wenn jeden Mensch wird Schlechtes nicht tun und wenn jeden Mensch wird tun das Gutes, automatisch, die Welt wird sein gut und Hashem wird sich erscheinen in dieser Welt. So wie es steht geschrieben beim Prophet, Verou kol bosor yachdov, und alle Menschen, alle Fleisch bedeutet alle Menschen, werden sehen, Kipi Hashem Dibur, das Hashem hat gesprochen, und Hashem wird sich erscheinen mit seiner vollen Kraft, mit seiner vollen Pracht, und seine Ehre wird sich die ganze Erde erfüllen, und alle Israel und die ganze Völker werden sehen Hashem Auge ins Auge. So wie es war schon bei der Toragebung. So wie es steht geschrieben, HaTorah solo das, ki Adonino yu Elohim, Einoi milvadoi, du hast dich gezeigt zu erkennen, dass der Eibishter, er ist der Gott. Einoi milvadoi, es gibt nichts außer ihm. Das ist nicht, dass es gibt Hashem und es gibt die Welt und niemand hat die Welt geschafft außer ihm. Es gibt niemand außer ihm, bedeutet auch die Welt ist ihm. Es gibt nichts außer ihm. Wir denken, was bedeutet ein Oid Milvadoi? Es gibt niemand außer ihm. Ja, es gibt nur einen Gott, stimmt. Er hat geschafft die Welt in 6 Tagen, Sonne, Mond, Sterne, Nicaragua, Deutschland, Ukraine, Russland. Aber Hashem hat keine Zeit jetzt, dir zu beschäftigen in dieser Welt. Sagt der alte Rebbe, nein. Einoid Milvadoi, alles ist das hier er. Natürlich gibt er uns die Menschen freie Wahl, zu machen in dieser Welt seine Wille. Oder unsere Wille. Wenn wir tun unsere Wille, nun, guck die Welt an, wie sie aussieht. Großer Balagan und Bardak. Weil der Mensch tut seine Wille. Und er will sich im Mittelpunkt haben. Aber wenn ein Mensch denkt, wie bringe ich Hashem in den Mittelpunkt? Wie bringe ich Hashems Botschaft, Idee, Wille, Erscheinung in diese Welt? Dann, Hashem kommt in diese Welt und werden in dieser Welt alle negative, schlechte, dunkle Kräfte werden sich annullieren. Warum? Weil jetzt alle schwarze Kräfte saugen ihre Kraft von den drei, von den Klipat Noga, von den erlaubten Sachen. Es beginnt alles mit allen Sachen, die erlaubt sind. Das heißt, es gibt immer eine sehr sensible Sache. Wenn man nimmt die Sachen, die erlaubt sind, und man macht davon was Gutes, dann schafft man in die Welt mehr Licht und man vertreibt die Dunkelheit. Aber wenn ein Mensch nutzt nicht seine Energie, um was Gutes zu tun, nicht nur, dass die Welt wird nicht besser, sondern die Welt wird noch schlechter. Das heißt, unsere Aufgabe ist, jeden Kraft und jeden Energie, die wir haben, nutzen für Hashems Wille, für seine Teure und für seine Mitzwes. Shkoyach und einen guten Shabbos.